Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 28. Januar. Mein Herz allerliebster hat heute Geburtstag. Was mache ich natürlich? Genau, für morgen, nicht für heute, weil morgen muss er noch mal arbeiten. Also die Nacht muss er noch mal arbeiten. Also mache ich für morgen ein paar Küchelchen. Und zwar werde ich diese Formen heute testen, indem ich einen Frankfurter Kranzteig mache und danach noch einen leckeren Schokokuchen. Ja, und da wollte ich euch natürlich teilhaben lassen daran. Ich mache jetzt den Teig und also ich habe hier alles schon stehen. Habe ich alles gestern schon rausgeholt, damit es Zimmertemperatur hat. Butter, Eier, Puderzucker, Speisestärke, Salz, Mehl. Vanille nehme ich die Paste, wie immer. Für mich am bequemsten. Ja, und dann werde ich jetzt mal loslegen, indem ich die Butter schön aufschlage. Und ja, dann würde ich sagen, ich melde mich dann, wenn der Teig gelaufen ist und bevor er in die Form kommt. Ne? Dann würde ich sagen, bis nachher. Ciao. Läuft's? Ja, es läuft, mein Gott. Ah, ich habe ein neues Glas auf dem Handy und bis da alles wieder läuft, das ist so schwer. So, aber nichtsdestotrotz, ich habe meinen Teig jetzt fertig. So, ich habe auch die Form eingefettet und mit Paniermehl ausgestäubt. Auch wenn mir einer erzählt, das ist doch beschichtet, braucht man nicht, mache ich trotzdem. Schon deshalb, weil ich das schon immer mache. Ne? Also, wenn mir einer erzählt, dass aus der beschichteten Form, ich habe so viele beschichtete Formen gehabt oder habe noch, ist ja nicht so, dass ich alles wegschmeiße, ja? Aber da, wenn ich da kein Backpapier oder so reinlege, kriege ich alles ab, nur keinen Kuchen. Also ich lasse euch jetzt mal mit der Kamera ein bisschen runter, weil leider ist der Teig ja nicht so flüssig, dass man den durch den Trichter laufen lassen kann, aber wir nehmen dann halt. Und heute mache ich halt auch das erste Mal, also das Rezept habe ich ja schon mal gemacht, als Frankfurter Muffin, Frankfurter Kranzmuffin. Aber hier die Form mache ich heute zum ersten Mal. Da wollen wir mal gucken, wie weit wir mit dem Teig kommen. Weil das ist ein Rezept, anderthalb mal so viel, wie das letzte Mal für die Muffins. Mal gucken hier. Na komm. So. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Ich hatte erst vor, die doppelte Menge zu machen, da habe ich mir gedacht, oh nee, das ist mir zu riskant. Nachher habe ich so viel übrig und wer soll das alles essen? Na, weil man kann ja niemand einladen. Na? Ich muss aber auch dazu sagen, wenn jetzt kein Corona wäre oder so, wären wir gar nicht hier, dann wären wir weg, wären wir im Urlaub. Letztes Jahr waren wir in England. Und also ich habe gestern eine Fotoerinnerung von Google. Da waren wir letztes Jahr waren wir in England, da habe ich Blümchen fotografiert. Hier war es arschkalt auf Deutsch gesagt und da kamen die Krokusse schon raus. Na, ist schon phänomenal sowas. So, da wollen wir mal gucken hier. Der Busy Teig haben wir noch. So. So. Ich glaube, das ist so in etwa gleich. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja.
also beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werde ich wirklich die doppelte Menge machen, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig, aber naja, ist ja auch nur ein Probebacken für die Form. Das gefällt mir nicht. Wo haben wir einen Löffel? Weil der Backofen ist schon heiß. Ich auf 170 Grad Umluft. Na komm, Gerb. So. So. So kommt dann hin. Und ja, mal gucken. Ich würde mal sagen, 30, 45 Minuten. Ich gucke mal nach der ersten halben Stunde, gucke ich mal rein. Mal sehen, wie er aussieht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich. So, bin wieder da. Kuchen, Muffins stehen noch im Backofen. Also sind noch im Backofen. Haben noch ein paar Minuten. Ich habe dann mal, ich weiß gar nicht, wie viel ich die Uhr gestellt habe. Auf jeden Fall habe ich die Uhr gestellt. So, und jetzt bin ich an Kuchen Nummer 2, nämlich einen Schokokuchen. Und da habe ich das Rezept von der Freundin, das werde ich testen, weil sie hat den gebacken und der war ja so lecker. Da habe ich gesagt, den muss ich nachbacken. Ob du willst oder nicht, ich brauche das Rezept. Die Glasform von Baking Boutique, oh, kostenlose Werbung, ist noch in der Spülmaschine, weil obwohl sie eingepackt war in meiner Kiste, war es doch wieder mal ein bisschen klebrig, also schmeiße ich sie mit in die Spülmaschine. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das noch läuft, aber ich werde jetzt so langsam den Teig machen für den Schokokuchen. Und zwar habe ich Wasser mit Kakaopulver, also Backkakao, aufgekocht. Also ich habe Milch genommen, die Silke hat Buttermilch genommen, ich habe aber Milch genommen. Das habe ich jetzt an die Seite gestellt zum Kaltwerden. Butter, Salz, weißer Zucker, brauner Zucker, Eier, Mehl. Normalerweise kommen noch Haselnüsse rein, möchte ich aber nicht haben. Ich möchte einen Schokokuchen haben und keinen Schoko-Haselnusskuchen oder wie auch immer. Ne? Darauf kann ich dann verzichten. Vanilleextrakt ist schon drinnen. Ja, Mehl, Backpulver und ja. Und dann lasse ich den jetzt laufen und sobald das soweit ist, würde ich sagen, melde ich mich dann nachher noch einmal, gell? Bis nach. Hallöchen! So, Endspurt! Sind natürlich noch heiß, kann ich ja nicht rausholen. Kann ich noch nicht rausholen. So, hier ist der Schokokuchen. Jetzt muss ich euch mal ein bisschen... So, da ist er. Kommt jetzt in den Backofen für 30 Minuten. Mache ich jetzt. Sofort. Oh, sieht der lecker aus. Wenn der so schmeckt wie aus, ich bin nicht zufrieden. Ja, weiß was. Bei mir hat bis jetzt immer alles geschmeckt. Ich will wieder rauskommt. Hört ihr diese Stimme aus dem Hintergrund? Das ist das Geburtstagskind. Was soll ich dazu sagen? Der macht sich kaputt. Ist doch eine Frechheit, oder? Der liegt da hinten auf der Couch und lacht sich halb kaputt. Ohne Worte. Wo ist mein Topflappe? Man muss dazu sagen, ich bin ja nur Bäcker, ne? Genau, ich bin ja nur Bäcker. Ich liebe dieses Wort, ich bin ja nur Bäcker. Aber das Nur mussten wir ja heutzutage erst einmal erreichen. Manche erreichen noch nicht immer das Nur. Ne? Hast du da gebacken? Also das wären deine... Hast du Vogelspeck? Ja. Die sind ganz schön groß. Jetzt. Ich habe mir die kleiner vorgestellt. Jetzt, Sabine Plattrutsch. Hier steht er. Moment, ich muss euch mal... Nein, ich drehe euch nicht, da geht aus der Sicht. Und nicht gestylt.
bist nicht gestorben. Ja, hätte sicher, wenn sie mal rasieren können. Wieso das denn? Darum. Ja, Geburtstag. Ja, deswegen ja. So, jetzt wollen wir gucken, ob sie schon kalt genug sind. Ich hab's noch geschafft. Ach so, hast du schon geschlafen? Ich hab auch schon geschlafen. Na, so, dann wollen wir gucken. Neue Form schon wieder. Guck mal, ja, guck. Was mir alles hab, ui. Ah, ui, 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 ui. Ich will nichts sagen, aber die Form. Die sehen ja. Form, super. Sieht aus wie Radlager vom Auto. Hier, der ist doch so bescheuert, die oder? Ein bisschen aus. Der Mann, der ist doch... Wenn man die schön austritt, wird das Radlager sein. Ja, ich weiß auch nicht, was ich an diesem Mann hier finde. Kinderkreisel, hat Silke gerade gesagt. Kann doch Kinderkreisel sein, genau. Ja, Silke, ich habe nämlich Besuch gekriegt, die Silke, gell? Ich muss hier dazu sagen, ich lebe hier in einem Haus. Sag jetzt nichts falsch. In einem Haus. Sag jetzt nichts falsch. Wie gut, dass ich so... Sag jetzt nichts. Wie gut, dass ich so viel Matsch am Paddel habe. Ja, aber ich bin hier umgeben. Es riecht eigentlich nur noch die Ex-Frau. Silke, Ex-Freundin. Jutta, Ex-Freundin. Ich aktuell. Ich hoffe, das bleibt doch bis zum Tode. Aber das kann ja schneller gehen als geplant. Du bist ein Todfall. Bis zu deinem Tode. So, wollen wir gucken. Also ihr lieben Leute, ich glaube, ich muss mir davon noch mal eine kaufen. Die sind ganz schön groß. Ja, und davon werde ich jetzt morgen, wenn die schön ausgekühlt sind, Frankfurter Kranz machen. Litfaßsäule. Was? Litfaßsäule. Nee, Litfaßsäule sieht doch anders da aus. Sieht eher aus wie ein Pilz. Naja. So, also ihr Lieben, ihr wart dabei. Küchenchampion. Oder so. Na? Also? Gute Besserung. Warum gute Besserung? Ja, so weit sind wir doch noch gar nicht. Hier, hör doch mal auf mit deiner unqualifizierten... Hier, ich habe doch nicht mal die Uhr gestellt für meinen Schokokuchen. Menno! Oh Gott! Hey, geh den Punk an! Galaktisches Irrlicht. Bin ja nur Bäcker. Also, ihr Lieben. Für den Outlet-Preis Daumen hoch. Handhabung, also ich habe Sprühfett reingemacht, Sprühfett und Paniermehl. Das mit dem Paniermehl, das ist ein bisschen... Panierig. Ach, Quatsch, dieser Mann, der geht mir echt auf den Sack, hey. Mit dem Paniermehl, oh Mann, ey, was geht denn hier ab? Mit dem Paniermehl ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es ja vier sind und dann auch noch so stufig. Also immer ein nach dem anderen. Becher, ja, logisch. Becher. Logisch. Profis, genau, Profis. Ha! So, ihr Lieben, ich zeige euch nachher noch, natürlich sind wir mit dem Video noch nicht fertig, ja, denn ich zeige euch hier nachher noch den Schokokuchen. Dann würde ich sagen, bis später. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder da. Oh Mann. Also wenn ich nicht wüsste, wie alt er heute wird, würde ich sagen, Kindergatter, Alter. An mir? Ich bin sowas von, wie sagt man dann? Von erwachsen. Nein, ich bin nicht erwachsen. Soll ich euch mal zeigen, was ich mir gekauft habe? Nee. Doch. Das machst du jetzt nicht. Doch. Das kannst du am 11.11. machen. Nein, am 11.11. ist schon lang vorbei. Ich weiß, ich habe mal schon Paddel. Ja. Ja. Dann habe ich die passenden. Und jetzt fehlt mir nur noch mein Shirt. Mein Shirt. Aber das wollte ich euch ja gar nicht zeigen. Ich wollte ja den Schokokuchen euch zeigen. Also ich muss jetzt mal das Handy etwas... So. Ach, laut Rezept sollte der ja nur 20 bis 30 Minuten. Ich habe fast das Doppelte. Fast das Doppelte. Ist noch warm, ich darf es noch nicht aufmachen. Aber riechst du da schon mal gut? Das ist ja alles für Mäue. Na, und ja. Riechst du da gut? Riechst du da sehr lecker? Hoffentlich schmeckt er auch so. Na, wie gesagt, das Rezept hatte ich ja von der Silke. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, und da würde ich sagen, ich wünsche euch, ich muss so ganz schön stehen bleiben, da kriege ich ja Kreuzschmerzen. Ja.
Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Vielleicht hänge ich an das Video, das morgige Füllen des Frankfurter Kranz dran. Ich weiß es noch nicht. Kranzes, er nur wieder Klugscheißer. So was von Klugscheißer. Ja. Oh, fürchterlich. Ich wollte gerade das rausnehmen. Ja, geh lieber in Rente. Ach nee, geh lieber arbeiten, nicht in Rente. Oh, ich darf gar nicht daran denken, dass er bald in Rente geht. Oh, Gott. Hab ich noch ein paar Jahre, gell? Ja, Gott sei Dank. Na? Ja, und dann würde ich sagen, dann beende ich den Donnerstag mit diesen Bildern und melde mich morgen, wenn ich die Muffins dann fülle als Frankfurter Kranz. Dann würde ich sagen, bis dann!